Hallo und willkommen zurück. Dieses Mal sprechen wir über die Parallelschaltung. Letztes Mal haben wir Serien geschaltet, jetzt schalten wir parallel. Parallelschaltung, zwei Widerstände, Widerstand, Achsel verbiegen wir, zweiter Widerstand, Bug und die hängen schon nebeneinander hin. Sagen wir nebeneinander. Schauen wir uns das an. Das ist also meine Parallelschaltung. Da lädt es zusammen, fertig. Zwei Widerstände, die gleichen zwei Punkte miteinander verbinden, heißen parallel geschalten. Das sind wie zwei Straßen, die zwei Städte miteinander verbinden, zwei Orte, Parallelschaltung. Parallelschaltung. Also, schauen Sie das an. Mit Symbolen. So schaut das aus. Okay. Hier habe ich R1, hier habe ich R2. Ja. Da habe ich eine Unterbrechung, das ist natürlich verbunden, da ist eh logisch. Ne? Hier habe ich einen Strom I1, hier habe ich einen Strom I2, hier habe ich den Gesamtstrom I, ne? Hier habe ich eine Spannung U1, hier habe ich eine Spannung U2, ne? Und hier habe ich die Spannung an der Gesamtschaltung U. Okay. Weg. Schauen wir zunächst, das letzte Mal haben wir es gehört von Knotenregeln und so weiter, schauen wir sie diesen Knoten hier an. Ja? Knotenregel in diesem Punkt. Wo es rinnt rein? Eine rinnt I. Ja? Wo es kommt raus? I1 und I2 ist gleich I1 plus I2. Knotenregel in diesem Punkt. Das heißt, das letzte Mal haben wir gesagt, die Gesamtspannung war die Summe der zwei Einzelspannungen und jetzt kommt außer der Gesamtstrom ist die Summe der Einzelströme. Ist schon mal logisch. Und jetzt schauen wir uns wieder die Potenziale an. Ich sage, da haben wir Phi 0. Und da habe ich Phi 1. Okay? Und das U1 ist der Potentialunterschied zwischen da und da. Logisch. Das da oben ist aber nur eine Leitung. Da gibt es keinen Widerstand, da gibt es nichts. Das ist eine Leitung. Das heißt, wenn wir das wieder mit Druck überlegen, wenn ich da einen gewissen Druck habe, dann habe ich da drüben genau den gleichen Druck. Das ist die gleiche Leitung. Das ist logisch. Das heißt, da drüben habe ich genauso Phi 0. Und da unten. Ah, diese Leitungen sind alle miteinander verbunden. Da habe ich genauso Phi 1. Ja, der Druck, das Potenzial ist gleich. Und wenn das Potenzial da und da gleich ist, wenn das Potenzial da und da gleich ist und da gleich ist, ist die Potenzialdifferenz zwischen da und da genauso groß wie zwischen da und da. Logisch, oder? Das heißt, meine zwei Spannungen, die ja die Potenzialdifferenz sind, ja, müssen gleich sein. Und auch meine Gesamtspannung, da ist auch das gleiche Potenzial und da ist auch das gleiche, ist genauso groß. Das heißt, mein U ist gleich U1 ist gleich U2. Alle Spannungen sind gleich groß. Jetzt wollen wir da wieder das ersetzen durch einen Widerstand. Schauen wir uns das an. Ich möchte diese Parallelschaltung durch einen Widerstand R ersetzen. Ja. Und da hier soll eben die Spannung U dran liegen und der Strom I soll durchrennen. Passt. Ja. Dann, wenn das U und das I gleich sind, wie da,
ist das auch, verhält sich das auch ähnlich oder gleich? Nicht ähnlich, genau gleich. Ich schreibe also wieder mal meine Ohmschen Gesetze an, weil was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Haben wir da? U ist gleich R mal I. Seht, da rüben soll ich das genauso an. U1 ist gleich R1 mal I1 und U2 ist gleich R2 mal I2. Ja? U1 und U2 sind aber gleich. Das heißt, die zwei Sachen sind schon mal gleich. Ja? Das ist nämlich U. Okay? So, also U ist gleich R1 mal I1 ist gleich R2 mal I2 und das ist wiederum gleich R mal I. Okay? So, und dann wissen wir nun, dass I gleich I1 plus I2 ist. I1 ist U durch R1. Und I2 ist U durch R2. Und I, I ist U durch R. Jetzt setze ich das da ein. U durch R ist gleich U durch R1 ist plus U durch R2. Ui. Jetzt kann ich hier durch U dividieren. Jetzt kommt da aus, jetzt steht schon da, was ist. Ja? 1 durch R ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2. Okay. Die Kehrwerte der Widerstände summiert ist gleich dem Kehrwert des Gesamtwiderstandes. Ja. Kehrwert des Widerstandes heißt Leitwert. Ja. G ist gleich G1 plus G2. Ja. Das G ist 1 durch R. Das ist 1 durch R1 und das ist 1 durch R2. Okay. Summe der Leitwerte. Interessanterweise wird der Gesamtwiderstand immer kleiner. Egal, wenn das ein kleiner Widerstand ist und das ein großer Widerstand, ist der Gesamtwiderstand sogar kleiner wie der kleine Widerstand. Das muss auch so sein. Überlegen wir uns, ich habe zuerst gesagt, das sind zwei Straßen zwischen zwei Orten. Ja? Kann man sich so vorstellen. Ja? Und jetzt sagen wir, eine hat wenig Widerstand, Autobahn, fünfspurig, Wahnsinn, Autobahn. Ja? Da fassen voll viele Autos, da fahren sie wie die Wahnsinnigen, wenig Widerstand für die Autos und eins ist ein Feldweg. Ja? Puh, da fahren sie ganz langsam, rumpelt alles, großer Widerstand. Okay? Und trotzdem, wenn beide Straßen von A nach B gehen, werden viele, zwar viele Autos über die Autobahn fahren, aber einige trotzdem über den Feldweg. Das heißt, die Autobahn wird entlastet und in Summe passen einfach mehr Autos drüber. In Summe muss der Widerstand kleiner werden. Das ist immer wichtig, wenn ihr das ausrechnet, ja, wenn ihr das ausrechnet und es kommt ein größerer Widerstand außer wie der kleinere Widerstand, dann habt ihr einen Fehler gemacht. Ja. Also, das gilt. Das gilt mit zwei Widerständen, das gilt mit drei Widerständen, 1 plus R3, 1 durch plus 1 durch R4, plus 1 durch R5 und so weiter. Ja. Kann ich machen, wie ich will. Und das hier, der Kehrwert des Widerstandes, heißt Leitwert. Dazu Leitwert.
ist eine unübliche Größe, hat die Einheit Siemens. 1E Siemens. Auch ein Werner von Siemens. Ein S. Ist eher unüblich, hin und wieder verwenden wir es. Ja, sollte jetzt wissen, was das ist. Aber wenn man mit Widerstand rechnet, dann ist das so. Okay. So, und jetzt, jetzt schauen wir die Sache mit dem Potenzial nur mal genauer an. Ja. Und zwar mache ich jetzt eine ganz wüde. Ganz wüde. Irgendwie. Irgendwelche Widerstandsnetzwerke. Ja. Und da haben wir überall Spannungen. Ich mache jetzt einfach U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Ja. Weil das sind meine R-Säule. Ja. Jede Leitung hat ein gewisses Potenzial. Okay. Und wenn ich mir jetzt einen Weg durch meine Schaltung suche, entlang der Strompfade, also zum Beispiel da runter, so, ja, das ist mein Weg durch meine Schaltung. Wenn wir den jetzt anschauen, ja, auf das Potenzial schauen, ja, dann habe ich da um U4 weniger Potenzial. Dann habe ich hier um U2 weniger Potenzial. Dann habe ich hier um U6 mehr Potenzial. Dann habe ich hier um U5 mehr Potenzial. Dann habe ich hier um U4 weniger Potenzial. Dann bin ich wieder da. Ich bin wieder da. Und welche Potenzialdifferenz habe ich zwischen da und da? Nichts. Ja, das ist ja das gleiche Potenzial. Und genau das kann ich machen, dass ich meiner sogenannten Masche, heißt das, meinen Umlauf hier, eine Richtung gebe und nachher alle Potentialdifferenzen, alle Spannungen aufsummiere. Ja. Und zwar, wenn U1 in die gleiche Richtung zeigt wie die Masche, so, also das ist zum Beispiel jetzt die Masche 1, Masche 1, U1, ist positiv, zeigt in die gleiche Richtung. Plus U2 ist auch positiv. Minus U6 negativ, weil es geht in die andere Richtung. Gell? Geht in die andere Richtung, weil ich komme da so rüber und geht dann drauf. Geht also in die andere Richtung. Minus U5 ja, geht auch in die andere Richtung. Und U4 plus U4 ist gleich 0 Volt. Da gibt es Potentialdifferenz zwischen den gleichen Punkten. Ja? Das muss gelten. Das ist die sogenannte Maschenregel, heißt das Ding. Ja. Wo ist der braune Stift? Weg. Habe ich gerade noch gehabt, gell? Sofort. So. Maschenregel. Das ist auch wieder eine Kirchhoffsche Regel, und zwar ist das die Maschenregel. Das heißt, die Summe aller Spannungen entlang aufsummiert auf entlang eines gewissen Umlaufsinns ja, muss 0 ergeben. Weil ich komme wieder zum gleichen Punkt und das hat das gleiche Potenzialchen. Okay? Machen wir zur Übung nur eine zweite Masche. Sagen wir, ich fange jetzt da an und gehe da runter. Ja, gehe dann dafür da rauf. So, so, so. Ja. Fangen wir wieder links oben an, Masche 2, wie schaut das aus? Erste Spannung, wo ich durchkomme, ist U2 in die gleiche Richtung, U2, dann komme ich bei minus U7 vorbei, ja, weil das geht in die verkehrte Richtung, plus U5, weil das ist wieder in die gleiche Richtung, minus U3 und jetzt bin ich wieder da, 0 Volt. Okay. Maschenregel. Wichtig.
Ich könnte die Maschenregel auch ganz cool hier oben anwenden, ja, indem ich sage, okay, jetzt, pass auf, da ist eine Masche. Das ist mein Umlauf, meine Masche. Masche M U1 minus U2. Jetzt bin ich wieder da, ist gleich 0 Volt. Das heißt, U1 ist gleich U2. Jetzt haben wir zuerst da rausgefunden mit unseren Potenziale. Die gleiche Überlegung steckt ja auch dahinter, wie soll etwas anders rauskommen. Maschenregel, Parallelschaltung und Maschenregel. Gesamtwiderstand berechnen bei der Parallelschaltung. So geht's. Ja. So geht es. Wir können Widerstände, wir können sie seriell schalten, wir können sie jetzt parallel schalten. Was wir noch nicht kennen an und für sich ist, dass wir da das ganze Energieversorgen, eine Quelle haben für Ströme oder Spannungen. Das machen wir in den nächsten Videos. Spannungsquelle und Stromquelle werden wir uns ja anschauen. Für dieses Video, sage ich mal, danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.